Es ist wieder Zeit für TV Allgäu Nachrichten. Heute am Donnerstag haben wir unter anderem diese Themen für Sie. 200.000 Euro für Streuwiesen. Das 50-Höfe-Programm unterstützt Landwirte bei Bewirtschaftung. Die trauen sich was. Nachtspringen in der Erdinger Arena in Oberstdorf. Und familiär und bodenständig. Im Gasthof Hirsch in Obermeiselstein wird Gastfreundschaft großgeschrieben. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Sie bieten nicht nur Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten, sondern tragen gleichzeitig zum Klimaschutz bei und gehören einfach zum Allgäuer Landschaftsbild dazu. Die Rede ist von Streuwiesen. Um sie zu bewirtschaften, braucht es aber spezielle Maschinen und die sind teuer. Damit die Bewirtschaftung der Streuwiesen und damit der Erhalt nicht gefährdet sind, will die Allgäuer Moorallianz die Landwirte finanziell unterstützen mit dem 50-Höfe-Programm. Dabei können Landwirte aus dem Ost- und Oberallgäu Fördermittel für Maschinen beantragen, die bei der Bewirtschaftung von Streuwiesen helfen. Heute hat der erste Hof seinen Förderbescheid bekommen. Meine Kollegen Madeleine Regler und Jonas Strobel waren in Immenstadt mit dabei. Streuwiesen, soweit das Auge reicht, und mittendrin der Alpsee bei Immenstadt. Hier wurde heute der erste Förderbescheid des 50-Höfe-Programms überreicht. Mit ihm möchte der Zusammenschluss Allgäuer Moorallianz 2700 Hektar Niedermoore und Streuwiesen unterstützen. Also wir wissen, dass die Moore ein wertvolles Naturerbe sind. Dieses Naturerbe kann nur erhalten werden, wenn wir entsprechend diese Moore pflegen. Und diese Pflege kann nur im Rahmen des Nutzens stattfinden. Das heißt also konkret, wir müssen die Feuchtflächen, die vorhanden sind, mähen. Die Arbeit funktioniert aber nur mit diversen Maschinen und die müssen erst einmal finanziert werden. Genau aus diesem Grund hat die Allgäuer Moorallianz jetzt das 50-Höfe-Programm ins Leben gerufen. Dabei sollen Landwirte die notwendige Unterstützung für Maschinen und Geräte für die Streuwiesenbewirtschaftung erfahren. Daran teilnehmen dürfen Landwirte, die übrigens unsere großen Partner und wichtigen Partner der Moorallianz sind. Landwirte, die einige Streuflächen haben und diese auch entsprechend bereit sind zu pflegen und zu mähen. 200.000 Euro stehen momentan für das Programm zur Verfügung. Sollte aber mehr gebraucht werden, dann kann der Geldtopf unter Umständen noch einmal aufgestockt werden. Dieses Projekt ist zumindest jetzt mal auf 2 Jahre ausgelegt, also bis Ende 2012, und ist mit insgesamt 200.000 Euro ausgestattet. Wie es dann weitergeht, das wird sich zeigen. Heute wurde der erste Förderbescheid überreicht. Der ging an den Risthof in Immenstadt. Es wurde uns von der unteren Naturschutzbehörde empfohlen oder vorgestellt, dass sie ein neues Programm haben. Und dann haben wir halt überlegt, was könnte man investieren oder braucht man es. Und die Investition von diesem Mähbalken stand eben an. Und darum haben wir das Programm dann genommen. Familie Rist investiert in einen Mähbalken. Von der Allgäuer Moorallianz erhielt sie dafür eine Förderung von 33%. Normal werden Flächen gefördert oder so Bewirtschaftungsarten, aber nicht Maschinen. Und so können wir einfach diese Spezialmaschine für unsere Streuwiesen, die wird gefördert und wir können sie uns leisten somit. Weil Familie Rist bereits einige Maschinen hat, wird der Mähbalken vorerst die einzige Investition bleiben. Doch für weitere 49 Höfe ist noch genug Geld im Topf. Weitere Informationen zur Allgäuer Moorallianz und dem 50-Höfe-Programm erhalten Sie im Internet unter www.moorallianz.de. Die Ursache für die Norovirenerkrankung von rund 40 Urlaubern vor 4 Wochen in Bad Wörishofen ist nach wie vor unklar. Wie das Unterallgäuer Landratsamt jetzt mitteilt, ergaben die Untersuchungen der eingereichten Lebensmittelproben keine Beanstandung. Damit geht die Suche nach dem Auslöser der Erkrankung weiter. Ja, und weitere Meldungen des Tages gibt's gleich in Kompakt. Informieren Sie sich rund um das Thema Auge. Wir sprechen mit Professor Dr. Arndt Gangdorfer über verschiedene Augenerkrankungen und ihre Behandlungsmöglichkeiten. Schalten Sie ein ab dem 27. August im Treffpunkt Gesundheit. Wir sehen uns. Griesti.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Jetzt mit eigener Kollektion im Griesti-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen.
Die Griesti-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung unter griesti.de/shop oder unter 0831 206 190. Griesti.de, da bin ich daheim. Traumhafte Küchen. Traumhafte Küchen. Individuell geplant. Individuell geplant. Zu fairen Preisen. Zu fairen Preisen. Küche und Wohnen Heidel im Herzen von Markt Oberdorf. Waffenbär. Das Einkaufserlebnis in Kempten. Für Jäger, Sportschützen, Angler und Trachtenmode. Spezialitäten Zöttler Hefeweizen alkoholfrei und Zöttler Bier alkoholfrei sind die idealen Durstlöscher für Sportler und alle aktiven Leute. Gebraut nach dem Reinheitsgebot versprechen die isotonischen Getränke vollen Geschmack und puren Genuss. Ganz ohne Alkohol. Zöttler Bier. Das Bier der Allgäuer. Kompakt am 25. August. Die Übernahme der Allgäuland-Käsereien durch den skandinavischen Molkereikonzern Arla Foods könnte in Sonthofen scheitern. Bei der dortigen Generalversammlung der Bergbauernmilchgenossenschaft stimmten nur knapp 70% der Mitglieder für einen Verkauf der Anteile an Arla. 75% wären nötig gewesen. Nach Angaben von Allgäuland stimmten vor allem diejenigen Landwirte gegen den Verkauf, die ihre Verträge sowieso bereits gekündigt haben. Am 12. September soll deshalb jetzt erneut über die Übernahme abgestimmt werden. Sollte das Votum dann erneut gegen die Übernahme ausfallen, droht die Insolvenz des Unternehmens. Außerdem darf bis zur erneuten Abstimmung aus rechtlichen Gründen kein Milchgeld ausgezahlt werden. Schwere Gewitter mit Sturmböen und Hagel haben gestern Abend vor allem im Ostallgäu zu diversen Schäden geführt. Insbesondere der Bereich Marktoberdorf, Biesenhofen und Kaufbeuren war betroffen. Hier warf der Sturm starke Äste auf die Straßen, einige Bäume knickten auch ganz um. Mehrere Keller liefen voll. Die Unterführung der B16 bei Biesenhofen wurde überschwemmt. In ein Haus in Osterzell schlug der Blitz ein. Dort kam es zu einem Schwelbrand, der die Heizungsanlage verschmorte. Personen wurden aber nicht verletzt. In Lindau steht das große Finale der Picasso-Ausstellung bevor. Zu diesem Anlass gibt es für die Besucher eine Besonderheit. Von Freitag bis einschließlich Sonntag können sie den sitzenden Jüngling begutachten. Erst in den vergangenen Tagen wurde das Gemälde als eines des spanischen Künstlers identifiziert. Zum Finalwochenende steht das aus einer Privatsammlung stammende Werk ab Freitag im Lindauer Stadtmuseum. In Sachen Ölfleckunfall ist die Allgäuer Polizei auch durch eine Veröffentlichung des Falls in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY noch nicht den entscheidenden Schritt weitergekommen. Insgesamt seien nach der Sendung rund 20 Hinweise eingegangen, diese müssten jetzt bearbeitet werden. Für weitere Hinweise haben die Beamten jetzt eine Hotline eingerichtet, wo man Hinweise ohne Nennung des Namens geben kann. Die Telefonnummer lautet 08331 100 433. Für Informationen, die zur Ergreifung des Täters führen, wurde von Seiten der Polizei eine Belohnung von 5.000 € ausgelobt. Von privater Seite wurde sie um weitere 3.000 € aufgestockt. Wie berichtet, war ein 37-jähriger Motorradfahrer im April bei Marktrettenbach auf eine Ölspur ausgerutscht und ums Leben gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass die Ölspur vorsätzlich gelegt wurde. Die Globalisierungsgegner von ATTAC begleiten die Wirtschafts-Nobelpreisträgertagung in Lindau weiterhin kritisch. Morgen Nachmittag soll deswegen ein Demonstrationszug durch die Lindauer Innenstadt ziehen. Die Aktivisten möchten damit auf das aus ihrer Sicht kriminelle Treiben der Investmentbanken und die Folgen für die Menschen in den betroffenen Staaten aufmerksam machen. Und zum Schluss noch eine Meldung vom Sport.
Es war das Spiel des Jahres für den Landesligisten FV Rot-Weiß Weiler. Im WFV-Pokal musste das Team aus dem Westallgäu gegen den Drittligisten 1. FC Heidenheim antreten. Wie zu erwarten war, gewann der Favorit von der Ostalb deutlich mit 4:0. Weiler ist demnach raus. Und jetzt noch der Wetterbericht. Top-Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu-Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70% reduziert. Outlet-Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. Wer heute noch einen Ausflug plant, sollte besser eine Regenjacke mitnehmen. Der Samstagnachmittag bleibt wechselhaft, häufig regnet es. Am Sonntag sieht es besser aus. Die meiste Zeit gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt trocken bei maximal 21 Grad. So starten wir auch in die neue Woche. Spätsommerliche Temperaturen von 22 Grad, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Am Dienstag allerdings war es das erst einmal. Schauer und Gewitter im gesamten Allgäu. Die Temperaturen liegen weiterhin bei 20 bis 22 Grad. Auch in der Wochenmitte macht der Regen keine Pause. Nur selten kommt die Sonne mal durch und es kühlt leicht ab auf 19 Grad. Die Erdinger Arena in Oberstdorf. Hier springen die ganz Großen der Szene. Ihnen nacheifern und einmal die gleiche Wettkampfatmosphäre schnuppern, das konnten gestern Abend viele Nachwuchsspringer beim traditionellen Nachtspringen. Wie ihnen das so gelang und warum ein Nachtspringen nicht ausschließlich im Dunkeln stattfinden muss, wissen meine Kollegen Melanie Müller und Jonas Strobel. Um sich das zu trauen, braucht es einiges an Mut. Denn von der Hillside-60-Schanze in Oberstdorf geht die Fahrt ziemlich weit runter. Für die Sportler beim traditionellen Nachtspringen kein Problem. Im Probedurchgang konnten sie die Schanze zuerst noch einmal testen, bevor es ernst wurde. Den Wettkampf veranstaltet der Skiclub Oberstdorf schon seit vielen Jahren. Doch wirklich dunkel ist es eigentlich noch nicht. Ja, zum einen ist es Nachwuchs, da darf man natürlich nicht zu spät werden. Und der Wettkampf, der jetzt bevorsteht, der dauert ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Das heißt, wir kommen dann in die Dunkelheit rein. An so einem Abend natürlich auch traumhaft, weil man jetzt die ganze Stimmung mitbekommt. Von Sonnenuntergang bis in den Abend rein, wenn dann die Schanze unter Licht erstrahlt. Ich glaube, eine besondere Atmosphäre. Natürlich mit dem Wetter hat man heute richtig Glück. Bei dem Nachwuchsspringen traten 41 Teilnehmer in 5 verschiedenen Wertungsgruppen gegeneinander an. Eins haben sie alle aber gemein. Sie alle trainieren schon seit Jahren viel für den perfekten Sprung. Ja gut, Skispringen ist natürlich kein Breitensport. Also da kann nicht jeder mitmachen, sondern das sind natürlich die Nachwuchssportler aus den verschiedenen Vereinen, aus den verschiedenen Verbänden, die ja auch täglich trainieren oder zumindest mehrfach in der Woche trainieren. Und die machen das in der Regel schon seit mehreren Jahren. Pünktlich zu den beiden Wertungsdurchgängen stellte sich dann auch die richtige Atmosphäre ein. Bestaunt von vielen Zuschauern zeigten die Springer Sprünge nahe am Schanzenrekord. Der liegt bei 62 Metern. Die Bewertung der Kampfrichter funktioniert hier genauso wie bei den Profis. Beim Sprung ist es natürlich so, dass die Absprungphase, vor allem die Flugphase, natürlich bewertet wird. Aber ganz wichtig, das kennt man ja, den Telemark, die Landung, also die muss natürlich entsprechend sein und darauf achtet man natürlich als Jury. Und das andere ist natürlich die Weite, die steht auch hier eigentlich mehr im Vordergrund bei den kleinen Schanzern. Die wollen natürlich auch weit hupfen. Den weitesten Sprung des Abends mit 59 Metern schaffte Felix Althaus. Das Oberstdorfer Jungtalent errang damit auch den ersten Platz in seiner Altersgruppe. Gestern hatten wir ja die Bilder des Benefizkonzerts in Nesselwang im Programm. Die Musicalstars von Ludwig II. Hatten für die Kartei der Not fast 1.500 Euro ersungen. Weil das Konzert so ein großer Erfolg war, wird es wiederholt und zwar im Anschluss an die letzte Vorstellung von Ludwig II, das Musical, in der Big Box in Kempten. Einlass ist um 22.15 Uhr. Zuschauer der letzten Vorstellung von Ludwig II können also gleich drinbleiben. Das ist sozusagen die Zugabe. Wie auch schon in Nesselwang gehen die Spenden an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Allgäuer Zeitung. Und wir bleiben beim Ludwig-Musical. Wir haben die drei Damen der Maske begleitet. Den exklusiven Bericht gibt es nach der Werbung. Wir unterstützen Ihre natürliche Schönheit. Mit schonenden Eingriffen und wirkungsvollen Alternativen. Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt.
Ästhetikklinik Kempten. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. CW Fotobuch und das Philipp Lahm Sommercamp. Zwei engagierte Partner. Die schönsten Momente für alle Zeit, für immer und ewig. Ihre schönsten Urlaubsfotos als echtes CW Fotobuch. Jetzt online mit sonnenklaren Jubiläumsangeboten bei sonnenklar.de. Wanderspaß am Breitenberg. Wandern, Radeln, Gleitschirmfliegen, Weitblicken auf dem Aussichtssteg oder auf den gemütlichen Berghütten das einmalige Panorama genießen. Breitenberg, das Wanderparadies in Pfronten. CW Fotobuch und das Philipp Lahm Sommercamp. Zwei engagierte Partner. Jetzt online bei sonnenklar.de. Gesundheit in besten Händen bei Ihrer AOK Bayern. Wertvolle Informationen zu Ihrer Gesundheit. Vom Säugling bis zum Senior, von Schwangerschaft bis Pflege. Experten der AOK geben Ratschläge für die ganze Familie. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem regionalen TV-Programm. Vor 1,5 Monaten war es endlich soweit. Der König war zurück auf der Bühne bei Ludwig II, das Musical. Damit die Besucher bei jeder Vorstellung in die Welt des Märchenkönigs eintauchen können, muss hinter den Kulissen viel passieren. Drei, ohne die das Kunststück nicht gelingen würde, sind die Damen der Maske. Sie sorgen dafür, dass sich die Darsteller in ihre historischen Rollen verwandeln. Grund genug für uns, ihnen einmal bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. So, wir sind jetzt in der Big Box und zwar hinter den Kulissen, hinter der Bühne. Denn wir wollen heute mal schauen, wie lange es denn eigentlich dauert, bis die Darsteller von Ludwig II, das Musical, so königlich aussehen. Und dafür suchen wir jetzt die Maske, denn wir wollen sehen, wie lange es dauert, bis Haare, Make-up und Kostüm richtig königlich sitzen. Schauen wir nach der Maske. So, sie werden betreut von... Nein, da ist sie. Hallen der Maske. Wollen wir doch mal schauen, ob drinnen schon was los ist. Hallo, Julia Thalkofer hier von TV Allgäu. Ich sollte mich bei der Frau Scholz melden. Jawohl. Sind Sie das? Hallo. Dürfen wir heute mal reinschnuppern, wie es in der Maske von Ludwig II, das Musical, zugeht. Von drei Damen war die Sprache. Da die zweite. Hallo, Marina. Hallo. Und die dritte im Bunde. Alexandra Lehmann. Hallo, grüß Gott. So, dann wollen wir jetzt einfach mal schauen, was denn hier auf diesen Quadratmetern passiert. Hier wird ja schon eifrig vorbereitet. Die Perücken werden zurechtgemacht. Die Frisuren werden an den Haaren zurechtgemacht. Und wir gucken einfach mal, wie das Ganze denn hinter den Kulissen von Ludwig II, das Musical, abläuft. Während sie noch auf ihre Träger warten, haben die drei Damen der Maske schon einiges zu tun. Denn die Echthaarperücken brauchen jede Menge Aufmerksamkeit. Wie oft muss denn die Frisur an der Perücke neu gerichtet werden? Also die Frisuren müssen jeden Tag gerichtet werden, für jede Vorstellung. Das sind alles Echthaare und es kommt auf die Witterung drauf an. Wenn es zum Beispiel heute ist, ist es sehr warm. Das heißt, die fallen hinterher eben auch zusammen, manche mehr, manche weniger. Manche müssen wir jeden Tag richtig doll machen, andere muss man überfrisieren mit dem Eisen, andere muss man ganz aufdrehen abends und wieder von neu machen. Sie haben hier ja einen ganz, ganz straffen Zeitplan. Es geht immer näher Richtung Aufführung und dann wird es hier immer hektisch, oder wie darf man sich das vorstellen? Ja, manchmal schon, vor allem wenn die Darsteller manchmal auch nicht so ganz pünktlich sind, weil Proben noch vorher sind, was ja dann öfters passiert oder es ist irgendwann ein bisschen vergessen worden und dann wird es wirklich eng und dann heißt es wirklich ranhalten und fertig werden. Da wird dann auch dann wirklich ohne Kommentar wirklich schnell gearbeitet und durchgehend gearbeitet, weil wir möchten doch, dass die Vorstellung pünktlich anfängt. Und es gelingt uns auch meistens. Nicht immer, aber meistens. Wir haben jetzt noch 1,75 Stunden Zeit bis zur Aufführung. Sie sind schon mitten im Zeitplan drinnen, damit wir Sie nicht aufhalten. Lassen wir Sie jetzt einfach mal arbeiten und gucken Ihnen drei hier in der Maske ein bisschen über die Schulter, wenn das okay ist. Gerne. Mittlerweile ist bei Alexandra Riemann schon die erste Darstellerin eingetroffen. Damit die Perücke später auf der Bühne auch richtig hält, müssen ihre Haare zuerst noch aufgeschneckelt werden. So, und wir haben jetzt einen ersten Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen von Ludwig II, das Musical, bekommen. Und nun darf ich sogar mal ein bisschen Hand anlegen. Also, das wird jetzt die Basis für die Perücke, damit das alles hält und damit die Perücke gut draufkommt. Und zwar sieht eigentlich ganz einfach aus. Genau, man nimmt es einfach einmal so in die Hand und dann legt man zwei Finger oben drauf. Genau.
Und jetzt wickelt man das drumherum, so nah wie es geht am Ansatz. Genau, und dann schiebt man das so, genau, so relativ nah wie möglich an den Kopf. Auf den richtigen Dreh kommt es also an. Klar, dass es bei den Profis etwas schneller geht. Jetzt noch einen Strumpf darüber, damit bei den Kostümwechseln hinter der Bühne alles fest bleibt. Und weiter geht's. Die Darsteller schminken sich hier meist selbst. Der kleine Ludwig hat Glück. Er braucht keine Perücke, nur ein leichtes Umstyling. Auftritt. Höchste Zeit also für den König. Bei ihm ist es wichtig an und für sich die Perücke. Weil die eben das Typische ist für den König, das leicht schräg versetzte, wie man sich auf allen Bildern Ludwig kennt. Und das versuchen wir natürlich einigermaßen gut hinzubekommen. So gut wie fertig, denn er kommt erst nach der Pause zum Einsatz. Ganz wichtig auch der Bart. Wie hält das denn, wenn es warm wird auf der Bühne? Genau, also Bart wird geklebt bei uns. Es gibt zwei verschiedene Methoden. Und zwar gibt es ein Doppelklebeband, was man benutzen kann, wenn man die verschiedenen Umzüge hat. Und wir machen bei ihm aber mit Mastix. Mastix ist an sich ein ganz klassischer Kleber, Bühnenkleber. Das ist ein Harz, das ist auch also biologisch sozusagen. Und das hält normalerweise sehr gut. Und geht damit später wieder ab. 5 Minuten vor der Show muss es noch einmal richtig schnell gehen. Denn den letzten Schliff bei den Hauptdarstellern nehmen die Damen in der Maske immer zum Schluss vor. Noch schnell die Perücke festgesteckt und schon geht's los. Da wollen auch wir nicht mehr länger stören. Also, dann sag ich Tschüss. Das war unser Blick hinter die Kulissen von Ludwig II. Das Musical. Wir haben mal beobachtet, was denn alles notwendig ist, damit die Darsteller auch so königlich ausschauen. Ludwig II. Das Musical können Sie noch bis Sonntag in Kempten in der Big Box erleben. Alle Informationen zu den Vorstellungen und zum Ticketverkauf finden Sie im Internet unter www.ludwigderkönigkommtzurück.de. Übrigens ist König Ludwig heute vor 166 Jahren auf die Welt gekommen. Über 40 Jahre in einer Hand. Der Gasthof Hirsch in Obermeiselstein ist ein Familienbetrieb durch und durch. Vor 2 Jahren hat mit den Gebrüdern Lambert die nächste Generation die Führung übernommen. Früher fanden etliche Heimatabende in dem großen Essenssaal statt. Heutzutage lädt die ländliche Atmosphäre zur Einkehr ein, mit einer größeren Bar und einer helleren Stube. Meine Kollegen Evelyn Priep und Julia Geißler haben die Atmosphäre für Sie eingefangen. Mein Wirtshaus. Gut essen und trinken im Allgäu. Präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. Allgäuer Brauhaus. Brautradition aus Kempten. Im Gasthof Hirsch Obermeiselstein wird auf den ersten Blick deutlich, hier nimmt man den Namen ernst. Der Gasthof ist seit über 40 Jahren in den Händen der Familie Lambert. Im Buch Eine kulinarische Reise durchs Oberallgäu ist der Traditionsbetrieb auch vertreten. Vor 2 Jahren haben die 2 Söhne der Familie den Gasthof übernommen. Natürlich versucht man schon, das Ganze irgendwo ein bisschen zu ändern, ein bisschen einen neuen Wind reinzubringen, das Ganze. Aber was wir nicht irgendwo hinten dran lassen wollen, ist das, dass wir einfach gut, bodenständig und ehrliche Allgäuer Küche machen wollen. Das ist eigentlich unser Ziel. Chefkoch Wolfgang Nerb ist inzwischen schon 10 Jahre im Betrieb. Jetzt macht er in einer Rekordgeschwindigkeit die für das Haus typischen Kässpatzen. Auf der windgeschützten Sonnenterrasse wird das Gericht schon erwartet. Das Angebot für uns ist jetzt nicht so riesengroß, würde ich mal sagen, aber wir sind wirklich gut bekannt für unseren Schweinsbraten, der wirklich frisch aus dem Rohr rauskommt
ob es Schnitzel ist, Käsespätzle am Freitag, Haxen, ein super Hirschbraten, wo wir haben. Und natürlich nicht zu vergessen Salate, wo natürlich im Sommer mit Hühnerbrust, mit so kleinen Kartoffeltaschen, wo wir drauf haben. Und das geht eigentlich sehr gut. Vor allem sehr gut geht, wie erwähnt, die Schweinshaxe. Der Chefkoch legt bei den Zutaten in der Küche besonders viel Wert auf die Qualität. Wichtig ist, dass ich das Fleisch anschaue, dass ich junges Fleisch kaufe, dass ich Gemüse anschaue, was ich einkaufe. Das ist wichtig. Auch regional natürlich, das ist ganz klar. Wir kaufen die Eier in der Gegend, so regionale Sachen kaufen wir auch, Käse sowieso. Ja, wir haben täglich wechselnde Tagesgerichte. Mittlerweile ist es bei uns auch bekannt, dass es jeden Samstag Schweinshaxe gibt. Freitag ist Käsespatzentag und Fisch. Sonntag gibt es verschiedene Braten, auch mal Roulade oder mal Ente. Und das kommt bei den Gästen sehr gut an. Markus Lampert war früher einmal Lehrling von seinem jetzigen Chefkoch. Er arbeitet hauptsächlich in der Küche mit. Bruder Reinhold Lambert ist im Büro und im Service für die reibungslosen Abläufe zuständig. Und auch Mutter Julia Lambert packt immer mit an. Damit die Gäste in schöner Kulisse entspannen und genießen können. Mein Wirtshaus. Gut essen und trinken im Allgäu. Präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. Allgäuer Brauhaus. Brautradition aus Kempten. Alle Informationen rund um den Gasthof Hirsch in Obermeiselstein finden Sie auf der Internetseite www.hirsch-obermeiselstein.de. Die Familie Lambert freut sich über Ihren Besuch. Wo Sie Ihre Freizeit außerdem verbringen können, sehen Sie jetzt im Veranstaltungskalender. Das Schloss Neuschwanstein lädt ein zu den sommerlichen Benefizkonzerten. Am Freitag, den 26. August um 20 Uhr die königliche Abendmusik mit den klassischen Gitarristen Scott Kritzer und Thomas Königs. Und zum Familienkonzert Königstraum am Samstag, den 27. August um 19.30 Uhr. Moderiert von Karin Marquardt und Stargast Malte Arkona, Moderator von Die beste Klasse Deutschlands. Der Erlös dieser Konzerte geht zugunsten der Kinderkrebshilfe Königswinkel e.V. Karten ausschließlich im Vorverkauf bei der Tourist-Info Schwangau, der Allgäuer Zeitung oder www.allgäuticket.de. Keine Abendkasse. Auch dieses Jahr wird wieder kräftig am Gashahn gedreht. Am kommenden Samstag und Sonntag beim BEMA MX Weekend im Motocross-Mekka Möggers bei Bregenz. Neben dem KTM Kini Alpencup stehen denn auch Rennläufe zur internationalen Clubmeisterschaft auf dem Programm. Insgesamt gehen über 400 Teilnehmer in 7 verschiedenen Soloklassen an den Start. Spannende Rennen erwarten Sie auch beim Veteranenrennen der Seitenwagenklasse mit ehemaligen WM-Teilnehmern. Bei der BEMA Party Night am Samstag sorgen die Liveband Dreirad sowie heiße Go-Go-Girls für Stimmung. Infos unter www.mcc-mörgers.at. Der berühmte Zirkus Montana gastiert noch bis zum 29. August auf dem Tänzelfestplatz in Kaufbeuren. Erleben Sie eine fantastische Show mit außergewöhnlichen Artisten und herrlichen Tierdressuren von internationalem Flair, wie zum Beispiel eine Kamelkarawane, Bauchtänzerinnen, eine einzigartige Clownerie sowie die fulminante Black Tiger Fire Show. Traditionelle Elemente, moderne Lichteffekte und natürlich Live-Musik machen die Zirkusshow für Jung und Alt zu einem besonderen Erlebnis. Vorstellungen morgen um 17 Uhr, am Samstag um 15 und 18 Uhr sowie Sonntag und Montag jeweils um 15 Uhr. Das war TV Allgäu Nachrichten für heute. Schönen Abend noch. Rund um die Uhr Strom. Zukunftsstrom. Feierstrom. Das alles ist Allgäu Strom. Allgäu Strom. Die heimatstarke Energie.